Hoffmann. Schön, bist du bei uns hier im Palazzo, wo wir die Aufnahmen heute haben. Man hört vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund noch Musik, die Schütterli-Kasten und der lustige Arm, der so die Spielzeug rausfischt. Wie heisst das? Weißt du das? Ich weiß nicht, wie es heisst, aber ich habe auf jeden Fall noch nie etwas dort rausgefischt. Nein, wir haben auch relativ lange mal probieren müssen, bis dann mal etwas gekommen ist. Das ist ein bisschen gemein, gell? Aber wir reden nicht über so komische Fangärme, die Brüste rausfangen, sondern wir reden über dich als Musiker. Kaufmann, so kennen wir dich. Riesen Hits wie Lisa, die viel im Radio gelaufen sind. Du warst einer von den Musikern, der dieses Jahr irgendwie das Gespür hatte, oder respektive letztes Jahr das Gespür hatte, in 2020 gebe ich keine Musik raus, plane nicht irgendwie eine mega grosse Tour, sondern ich ziehe mich zurück und arbeite an neuer Musik. Genau die richtige Entscheidung, oder? Ja, also letztes Jahr im Frühling hätte man das noch so sagen können. Ja, mittlerweile ja, ist es für mich halt auch schwierig geworden, oder? Weil wir halt für nächstes Jahr haben wollen planen. Und ja, jetzt wird es halt auch schwierig zu planen, weil man halt einfach wenig weiss, ja, wie es weitergeht. Aber ja, sicher mal Glück gehabt, dass wir dieses Jahr einfach kein Konzert geplant haben. Und von dem her kann man schon sagen, dass wir ja, ein bisschen Glück haben. Mhm. Wie nimmst du sonst so die Stimmung wahr jetzt in der Szene, in der Musikszene? Ja, ich kenne halt auch ein paar Leute, die von dem leben, halt, die Auftritte brauchen, damit sie ihre Mieten zahlen können. Und denen geht es jetzt halt schon recht beschissen. Ja. Wir haben ja alle noch sonst noch einen Job und sind nicht unbedingt darauf angewiesen, auf die Musik, dass wir zum Beispiel eben eine Miete zahlen können oder eine Krankenkasse. Mhm. Für uns ist es halt einfach so, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Mühe haben, um das Album zu finanzieren. Oder bei uns landet immer alles in der Bandkasse. Mhm. Und dort ist halt, ja, kommt dann halt auch nichts rein. Aber wir haben nicht irgendwie Angst um unsere Existenz. So, mhm. Ja. Aber es ist natürlich schon bei vielen Musikern ist natürlich eine Existenzangst da, ja. Das nimmt man schon wahr. Bei uns ist mehr so Band-Existenz und bei anderen wirklich halt die persönliche. Eben wenn man Krankenkasse und Miete nicht mehr zahlen kann, irgendwie wird es dann halt doch noch ein bisschen schwieriger. Du hast jetzt ein Jahr lang dir vorgenommen, um eben Musik, neue Musik zu machen, ein bisschen rumtüfteln, ein bisschen schreiben und so. Wie ist es als Künstler? Hat man da nicht ein bisschen Angst, wenn man jetzt ein Jahr lang weg ist von den Fans, weg ist von den Leuten, dass man vergessen wird? Oder hast du das Gefühl, das kann heutzutage gar nicht mehr passieren mit Social Media und mit Streaming und so Zeug? Ja, mal jetzt das Gefühl, genau durch das ist eigentlich die Angst noch grösser, dass man vergessen wird, weil es einfach so viel rum ist und du kommst so viel mit über. Und ja. Also ich muss sagen, ich persönlich habe jetzt nicht mega Angst, das mit Leuten zu vergessen oder so. Für mich war es eigentlich gar nicht gut, dass ich mal ein bisschen untertauche. Bei mir war alles auch ein bisschen zu viel. Mhm. Ja, ich habe einfach mein Zeug gemacht und habe mich voll auf das fokussieren. Und irgendwann wird es dann rauskommen. Dann hoffe ich natürlich, dass die uns ja, beim ersten Album gelost haben oder in unsere Konzerte gegangen sind. Dass sie dann auch, Kaufmann, sagt mir irgendetwas. Ja, wäre schon schön, wenn dann die auch wieder würden kommen und uns nicht vergessen hätten. Ja. Wenn du es jetzt mitnimmst in das Jahr 2020, was ist denn bei dir alles gelaufen? Wo bist du dran gewesen? Was hast du so gemacht? Ja, ich bin dort, wo der Lockdown war, bin ich zu meinen Eltern ins Tamminental gegangen und bin 3 Monate dort gewesen. Fremdgegangen quasi? Ja. Von Graubünden weg? Ja, genau. Es ist zwar gerade an der Grenze, aber es ist halt noch. Ist man fährt mit St. Galler Nummern rum. Genau, man fährt mit der St. Galler Nummern rum. Aber der Dialekt ist, ja. Schon in der Bündner Deutsch oder etwas anderes. Ja, ich war dort oben und das ist halt recht abgelegen. Dort bei meinen Eltern auf dem Berg, Bauernhof. Und ja, dann bin ich dort
und habe natürlich viel Musik gemacht und habe es natürlich auch genossen, ein bisschen in dieser Zeit, dass alles so ein bisschen runtergefahren war. Das hat mir auch gut getan. Ja, habe viel über mich selber nachdenken, über meine Musik, was ich jetzt machen will. Und ja, habe auch angefangen, zum selber auch ein bisschen Zeug produzieren. Also so auch so ein bisschen Schlagzeug programmieren und Bass spielen. Und so also ganze Demos halt selber zu machen. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich für mich entdeckt habe in dieser Zeit. Dass ich einfach nicht nur den Song auf der akustischen Gitarre spielen und schreiben, sondern einfach ja, so die ganze, ja, alles drumherum auch noch mehr machen. Mhm. Und wie war es wieder bei den Eltern so? Es ist ja immer so ein bisschen die Frage. Kommen wir wieder so zurück? Ja, es ist nicht immer einfach gewesen, aber man ist ja auch ein bisschen älter geworden, seit man das letzte Mal so für so eine lange Zeit dort war. Und darum war es ein bisschen einfacher gewesen, als jetzt dort mit 18, 19, als ich dann nachher rausgezogen bin. Es ist gut gegangen. Meine Schwester wohnt dann dort mit ihren zwei Kindern. Das war manchmal ein bisschen anstrengend gewesen. Aber ja, nein, es war auch schön, um mal über eine längere Zeit so mit ihnen wieder mal ein bisschen näher, immer wieder mal ein bisschen näher zu sein, weil ja, ich habe sie in den letzten Jahren nicht so viel gesehen. Ja. Und du warst in einem Bauernhof dort. Da bist du dann mit der Mistgabel helfen gegangen, Kühe füttern? Ja, also ich muss sagen, schon als Kind bin ich eigentlich nie gerne in den Stall gegangen. Ich habe mich dort immer so ein bisschen draus gehalten. Aber ja, ich habe schon ein bisschen so. Also, ich bin zum Beispiel bin ich meinem Vater helfen, holzen. Und das habe ich zum Beispiel gemacht. Und meiner Mutter habe ich geholfen, zäunen. Und ja, so Zeug habe ich dann schon gemacht. Aber man sagt doch, Kühe geben doch besser in Milch, wenn man ihnen schöne Musik vorspielt, oder? Das wäre doch schön. Du könntest jeden Abend so vor dem Melken ein bisschen in den Stall gehen. Ja. In unserem Fall müssten Chef besseres Fleisch geben. Und schönere Wolle. Vielleicht wachsen die Haare besser, wenn man Musik hört, oder? Ja. Also wenn man die so anschaut, dann... Ja, also meine Wolle ist nicht schöner geworden. Oder wird nicht schöner, wenn ich gut singe. Kannst du mal so herheben, auch mit der Maschine drüber. Genau, ja. Du hast es ein bisschen ausprobiert. Du hast nicht nur mit der Gitarre akustisch, sondern hast also ein bisschen Drums ein bisschen mit programmiert und am Computer geschafft. Ja. Bist du schon konkret etwas dran? Neue Musik? Ja, also ich habe in dieser Zeit ein ganzes Album geschrieben. Und ja, da sind wir jetzt im Moment gerade voll in der Phase vom Aufnehmen. Also wir sind jetzt schon zweimal im Studio gewesen. Und sind eigentlich fast schon fertig. Wir gehen jetzt noch mal eine Woche. Einfach das zweite, der Gitarrist und ich, und machen noch ein bisschen Gesang und sonst noch ein bisschen Zeug, was noch. Was noch drauf muss, Gitarren und vielleicht noch so ein anderes Instrument, das müssen wir dann noch anschauen. Aber ja, es ist. Schon ziemlich parat im Fall. Genau. Hast du schon irgendein Datum fixiert? Ja, schön wäre. Oder ein Quartal. Ja, so ein Quartal ungefähr. Ja, es ist, ja, eben, wie gesagt, es ist mega schwierig, im Moment etwas zu planen. Also vor dem Sommer 2021 würde kein Album rauskommen. Ja. Ich denke mal, grob geschätzt, so Ende 2021, Anfang 2022 kann man mit dem Album rechnen. Aber ja, wahrscheinlich werden wir ein paar Singles noch rausgeben nächstes Jahr. Das wäre cool. Mhm. Und wie ist es mit dem Songs produzieren oder Songs schreiben? Das machst du alles allein für dich? Oder ist da irgendwie jemand, der einmal so ein bisschen hilft? Ja, jetzt bei diesem Album habe ich relativ viel selber gemacht. So, vorher habe ich mehr so auf der akustischen Gitarre einfach einen Song geschrieben und dann das so in die Band gebracht und hat den anderen noch so ein bisschen Freiraum gegeben. Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr gemacht, selber bei dem Album. Gewisse Melodien auch auf der Gitarre.
so halt vom Feeling her, wie muss Drums sein. Klar, ich kann nicht so gut Schlagzeug spielen und auch mit diesen Drumpads auf dem PC. Das ist tönt nicht gleich. Das tönt eigentlich recht beschissen, aber ich habe so ungefähr so das Gefühl vermitteln, so der Band, was ich mit denen meine. Die Richtung so. Genau, ich will die Richtung, dass es muss gehen. Und ja, das ist so einfach wie ein bisschen einfacher für die anderen, damit sie dann halt auch wissen, was ich meine mit dem Song. Ja, ja, ist es vor allem so gewesen, dann haben sie etwas gemacht und so, nein, anders. Ja, genau, es hat viel größere Diskussionen gegeben. Vor allem darüber, was der Song für ein Feeling übermitteln sollte. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich nicht mehr so. Jetzt geht es mehr so ein bisschen darum, so, ja, wo kommt das Kick und so jetzt beim Schlagzeuger und so. Und ja, wo muss ich Bass spielen? Also der Feinschliff drin. Genau, ja, schon ja. Mehr der Feinschliff, ja. Mhm. Ist ein Song schreiben und düften und so eindeutig mehr dies als auf der Bühne stehen und Rampas auch sein? Oder findest du, es braucht ja beides? Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen Mischung, je nach Stimmung. Irgendwie. Das ist so schwierig bei mir. So, ich weiß auch nicht, das ist... Manchmal habe ich das Gefühl, so an einem Tag bin ich mega in die Rampensau und am nächsten Tag habe ich das Gefühl, ich kann nie mehr wieder auf die Bühne gehen. Aber ja, ich tue schon auch gerne einfach an Songs arbeiten und ich bin auch sehr gerne einfach im Studio und nehme die Songs auf. Und ja, das ist schon auch etwas, was ich sehr gerne mache. Beim Auftritt ist es halt mega Tagesform abhängig, so, sage ich mal. Aber dem Fall hast du jetzt nicht gross vermisst, dass du das ja nicht auf der Bühne gestanden bist? Ja, zwischendurch habe ich es schon mal vermisst. Vor allem dort im Sommer, wo wieder so ein bisschen Konzerte waren. Festivals waren, ja. Ja, es hat ein paar kleine Sachen gegeben und dann bin ich auch gegangen. Und dort habe ich es dann schon auch ein bisschen vermisst, um wieder mal auf der Bühne zu stehen. Also wir haben dann auch mal ein Konzert gespielt, so eher so ein bisschen im privaten Rahmen, bei uns im Proberaum. Und ja, das war dann schon recht cool gewesen. Und dort habe ich schon gedacht, wow, jetzt irgendwie, wie lange müssen wir jetzt noch wieder warten, bis wir wieder noch spielen können. Ja, also ich habe es also schon auch vermisst. Ja. Schon so ein bisschen gekützelt, oder? Ja, wieder... auf jeden Fall, ja. Habt ihr dann einmal mit der Band gleich weiterprobt oder habt ihr da irgendwie mal ausgesetzt für eine gewisse Zeit? Nein, wir waren recht produktiv in diesem Jahr. Also wir haben jede Woche geprobt. Eins bis zweimal haben wir eigentlich nie gross ausgesetzt. Außer halt, ja, in der Phase, in der Lockdown ganz war. Lockdown genau, ja. So zwischen März und so Anfang Juni haben wir dann eine Pause gemacht. Aber sonst sind wir immer fleissig gewesen, ja. Und wenn wir jetzt mal auf das Album schauen, es geht jetzt noch lang. Aber hast du so einen Song, wo du etwas erzählen kannst, darüber, um es mal so ein bisschen lustig machen? Ja, in diesem Album geht es recht darum, es geht so ein bisschen um Entschleunigung. So. Mhm. Es passt auch so ein bisschen zu dieser Zeit, zu dieser Lockdown-Zeit. Und es geht auch darum, es geht auch um Freunde und wie wichtig, dass es ist, dass man, dass man das schätzt und dass man den Leuten auch mal sagt, dass man sie gerne hat. Und so. Und das ist so ein bisschen der Faden, der sich so das ganze Album zieht. Ja. Wäre eigentlich so ein Weihnachtsalbum, oder? Ja, Entschuldigung und Freundschaft und Familie. Ja, ist doch immer genau. So. Es ist ein mega versöhnliches Album, glaubst du. Ausser bei einem Song, bei dem ist es genau das Gegenteil. Weil dort, das ist vielleicht etwas, was ich verraten kann. Dort sage ich im Refrain einfach «Fick dich». Ja. Wird das zensiert, wenn man piepst oder drauf oder auf das nach so? Also nein, das wird ziemlich sicher nicht zensiert. Oder sagst du von anderen Sprachen, kann man es einem Radio laufen lassen, dann versteht es niemand. Nein, das wird auf Schweizerdeutsch stattfinden und ich glaube nicht, dass es im Radio laufen. Ist das Risiko, wo man eingeht, oder? Ja, also weiß auch nicht, also es ist eigentlich nie gross im Thema so, ja, der Song muss jetzt unbedingt oder irgendein Song muss jetzt unbedingt im Radio laufen.
ich mache einfach gerne Popmusik und wenn irgendwo Fickti muss drei vorkommen, dann kommt es drei vor und dann, dann singe ich etwas anderes, nur dass es dann ins Radio kommt. Ja. Es gibt immer so eine Radioversion, oder so eine, wo man dann die Fluchwörter irgendwie probiert zum Schreiben oder so. Das ist einfach nicht. Nein, das machen wir ganz sicher nicht. Aber es wird auch noch andere Songs auf dem Album haben, wo eingängig sind und, mhm. und ja, wo vielleicht radiotauglich sind. Ja. Darf man sagen, wem gegenüber dass du das gesagt hast? Oder wer das da gemeint ist im Song? Es gibt eben keine bestimmte Person für mhm. das. Ich hab das nicht irgendwie jemandem bestimmt gesagt. So, als ich das geschrieben habe, das habe ich mir einfach so ausgedacht. Ja. Und wenn ich das letzte Mal in deinem Alltag denkt, ach, fick dich. Heute? Schon 10 Mal. Nein! Der PC, den ich da habe, der Zug, den ich gefahren habe. Ja. Was sind so Sachen, die du dich fragst? Tatsächlich, ich bin im Homeoffice, oder? Und heute ist das Internet ausgestiegen, weil ich habe etwas gesehen. Und dann habe ich sehr lange an dem Router rumschrauben. Und dann habe ich dem Router gesagt, weg dich. Und dann hat es du. Wahrscheinlich nicht. Ja, mach jetzt durch. Nein, sag nicht durch. Also, wenn man den Router nicht tut, dann einfach gut zureden und sagen, fick dich, vielleicht kommt er wieder, vielleicht auch nicht. Genau, ja. Aber ich muss sagen, ich muss auch dazu sagen, ich finde es sehr wüst, fick dich. Ja, ist finde es recht ja. wüst, ja. Man könnte sich etwas Schönes überlegen. Ja. Ich finde es ganz wüst. Aber sagst du es viel im Alltag oder denkst du es mehr? Nein, ich sage es. Also ich sage nie und ich denke auch nie daran. Und wo ist der Song entstanden? Oder hast du jemand anders gehört? Nein, ich habe nicht jemand anders gehört. Ich war einfach hässig dort. Ja. Und wenn ich so richtig, richtig hässig bin, was ich eigentlich relativ selten bin, dann denke ich mir manchmal schon fick dich. Aber eben relativ selten und ich finde es eben auch sehr wüst. Aber dort hat es halt einfach reingepasst. Ja. Hat rein müssen? Ja, hat einfach rein müssen. Manchmal müssen einfach Sachen in Songs, wo die vielleicht. Ja, in dem Moment halt, kommen halt die Wörter mhm. und es stimmt in dem Moment. Und eine Woche später denkst du so, oh nein, hey, was habe ich da eigentlich für ein Zeichen zusammengeschrieben? Aber es wird sicher polarisieren. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Und etwas anderes, abgesehen vom neuen Album, es ist offiziell nach jahrelanger Integrationsarbeit in Graubünden, wo wir die mittlerweile wirklich fast akzeptiert haben, dass du in Bünden bist. Wir haben dich mittlerweile auch schon fast als Churkünstler bezeichnet. Ja, ja, ja. Du gehst zurück in den Kanton St. Gallen. Wieso? Genau. Geht's noch? Ja, es ist. Also, ich gehe natürlich mit schwerem Herzen gehe ich natürlich auf St. Gallen, weil. Ja, es hat sich einfach so ergeben durch die ganze Situation. Meine Bandkollegen sind schon seit 2-3 Jahren ausgezogen. 2 wohnen zu Winterthur, einer wohnt in St. Gallen. Durch das haben wir den Proberaum auch schon auf St. Gallen verschoben, also von Chur auf St. Gallen. Und es macht es einfach alles einfacher. Ja. Wir sind alle näher zusammen, können mehr für die Musik investieren und das war auch der grösste Grund für mich gewesen. Aber ich werde immer noch sicher einmal in der Woche zu Chur sein. Das sagen sie alle, in Ordnung, man sieht nie mehr. Ja, ja. Aber so, das ist schon ein bisschen Herz weh, das musst du jetzt schon zugeben. Ja. Fühlst du dich mehr als Bündner als St. Galler? Ja, ich fühle mich definitiv mehr als Bündner wie St. Galler. Und das ist einfach vor. Also ich bin auch im Kanton St. Gallen aufgewachsen, in Terminental ja, also dort fühlt man sich auch nicht wirklich so als St. Galler, so, auch schon vom Dialekt eben, und man fühlt sich wirklich mehr so im Bündnerland zu. Das ist eigentlich gemein, oder? Man gehört so nie wirklich dazu. Die einen sagen, nein, ja. Wobei ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich auch nicht viel halte von so Kantönen und Grenzen und eben Kantönengeist und ich meine, also nicht, ich bin aufgewachsen, wahrscheinlich, also so nahe bei Chur. Mhm. Also eigentlich gerade über dem Galanden. Und
bin wahrscheinlich mehr ein Bündner oder Churer, weiß ich nicht was, wie jetzt jemand, der, keine Ahnung, aus Sedrun ist oder so. Jetzt haben wir Achtung. Ja, aber das ist schon recht, so von Distanz her. Ja, voll, eben. Ich weiss auch nicht, die Schweiz ist so klein, ja. und ich habe das noch nie verstanden, so, dass man das so hart eingrenzt. So, keine Ahnung. Also eben, Chur ist sehr, sehr tief in meinem Herz. Und, ja. Ja, wir finden es auf jeden Fall schön, dass du jetzt offiziell dein letztes Interview gegeben hast als Bündner Musiker und jetzt wieder zurückgehst auf St. Gallen. Und wir wollen dich natürlich noch offiziell verabschieden. Jetzt kommt die Überraschung. Eine kleine Nusstorte für dich. Merci vielmals. Als Erinnerung an deine musikalische Heimat. Ja. Deine Wurzeln in Graubünden. Nein, so, wir hoffen natürlich, sie schmeckt. Ich habe noch nie in meinem Leben Bündner Nusstorte gegessen. Was? Verräter, jetzt kannst du zurück auf St. Gallen. Echt jetzt? Ja, wirklich. Dann ist das jetzt noch nie die allererste. Ja, das wird die allererste. Du schenkst sie weiter. Nein, ich probiere es wirklich. Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend, was so süßes Gebäck anbelangt, weil ich das eigentlich voll nicht so gerne. Dann haben wir das Richtige ausgewählt. Ja, aber ich lasse mich überraschen. Das ist sicher fein. Aber Nussallergie ist kein Thema, oder? Nein, es ist kein Thema. Dann sind wir safe, dass wir dich als nächstes Mal wieder einladen können. Ja. Auch wenn du die Nusstorte gegessen hast. Auch wenn ich kein Bündner Musiker bin. Natürlich, du wirst es weiterhin erhalten. Aber hoffen wir, dass du auch weiterhin auf der Bühne kommst du spielen. Ja, klar doch. Und klar. Uns mit deiner Musik bereicherst. Es wird zwar jetzt noch Zeit gehen, aber eben Singles werden denke ich auch. Danke, bist du da im Rampenlicht. Ja, danke auch für die Einladung. Und bis ein anderes Mal wieder. Ja, bis ein anderes Mal. Merci. Graubünden Musik. Für Musik aus Graubünden.